Hi, Buddy. Hey, du. Grüß dich. Alles gut? Alles gut. Das habe ich gesehen. Deine erste Trainingslauf. Ja. War ganz zufriedenstellend. Super. Super. Du warst super schnell. Bisschen Luft korrigiert. Ja, so super schnell war ich nicht. Es gab also schon Autos, die schneller waren. Aber das sind die Autos, die etwas moderner sind. Mit ABS und ESP und all sowas. Ja. Bist du zufrieden? Ich bin zufrieden, ja. Hauptsache kein Fehler, das ist alles wichtig. Und was ist heute die größte Herausforderung für dich? Die größte Herausforderung ist eben, ohne Fehler zu bleiben. Nicht verrückt machen lassen, weil es sind schon so viele Fehler gefahren worden. Ja. Und die jeweils mit 3 Strafsekunden belastet werden. Ja. Das holst du nicht wieder ein. 2 Fehler, das holst du einfach nicht wieder ein. Man muss sehr konzentriert sein. Ja. So, jetzt werden wir da mal wieder anschneiden, glaube ich. Okay. Das sollten wir machen. Alright, dann gehe ich wieder hier. Nee, ich starte hinter Steffi. Oh. Steffi ist das Zugpferd. Steffi? Hallo. Hallo, Steffi. Hallo. Das ist für YouTube, wird das gemacht. Ah, hallo. Herzlichen Glückwunsch. Aber ich bin schon zufrieden mit dem Auto, gar keine Frage. Aber wie gesagt, wir tasten uns noch ran. Das ist wieder neue Reifen, die drauf sind. Auch da muss man sich dran gewöhnen. Alles muss man hier alleine machen. Warum? Weil keiner da ist. Mein Auto hat einen Motor. Ja, okay. Entschuldigung. Thank you.
Nummer, Buddy. Und? Das ist der junge Mann, Matthias, von dem ich das Auto gekauft habe. Hallo Matthias. Hi, grüß dich. Grüß dich. Der hat mich verseucht mit diesem Auto. Ja? Ja. So, er hat und seitdem schon. Kommt er dann öfter mal zum Zugucken oder zum Unterstützen, wenn das hier gerade mal irgendwie in der Nähe ist und es zeitlich bei ihm passt. Schön ist, dass das Auto funktioniert. Absolut. Absolut. Ich habe das damals technisch ein bisschen umgerüstet, umgebaut und Stefan ist damit sehr zufrieden, was mich sehr freut. Ja, das Auto braucht ein guter Fahrer. Auf jeden Fall. Ja. Hat es. Also das war eigentlich von Anfang an, ja, es war ein bisschen zweifelhaft. Du hast ein bisschen gezweifelt am Anfang, ne? Als ich gesagt habe, ich nehme das Auto. Hey, er hat das Auto gesehen und sagte direkt, ich nehme es. Und da dachte ich so, ey, Stefan, lass uns erst noch mal ein bisschen reden, weil Rennauto ist immer so eine Sache. Bei Rennautos wird viel, viel, viel ja, Schund getrieben. Also es wird sehr viel Müll verkauft. Und ich bin eigentlich ein Freund davon, dass wenn ich etwas verkaufe, es dem Menschen dann auch mehr oder weniger transparent darlege, dass alles angeschaut werden kann, dass man sicher ist, dass man auch keinen ja, kein blöden Nachruf, keinen unangenehmen Nachruf, ja, dass der im Raum bleibt. Und Stefan ist mittlerweile ein echter Freund geworden. Ne? Wir sehen uns öfters mal. Ja, schon schön. Ein gutes Verhältnis, ist toll. Ja. Was übrigens ja bei Rennwagenhändlern auch eher selten vorkommt. Ist nicht so häufig. Drunter irgendwie noch ein Blech am Auspuff gemacht oder sowas? Da sind zwei neue Federn drin und die lasten in der Spannkraft nach. Das weiß ich schon. Das ist das, das, ist das Geräusch das gewesen, was auch auf dem Halbwegring war. Okay. Es ist sehr konzentrationsintensiv. Also wenn man nicht hundertprozentig konzentriert ist, selbst für 800 Meter, auf was alles zu achten ist, auf den Bremspunkt, den Einlenkpunkt, den rechtzeitigen Wechsel vom Bremse auf Gaspedal, das ist sehr konzentrationsintensiv und kostet oftmals mehr Schweiß auf der Stirn als ein 100-Meter-Lauf. Das ist so. Also heute Morgen die vier Runden, das sind 1600 Meter gewesen. Da bist du schon froh, wenn du die hinter dir hast und einen Schluck trinken kannst. Das ist nicht so mal eben. Also es ist schon anstrengend. Glauben die Leute nicht, weil die denken, ihr fahrt ein bisschen im Kreis und schubst da so ein paar rot-weiße Hütchen hin und her. Nee,
Das ist wirklich konzentrationsintensiv und schult Reaktionsvermögen. Und gerade Ältere sollten sich sowas zu Herzen nehmen und Jüngere. Vielleicht und mal so ein bisschen üben und an ihrer Reaktionsfähigkeit und ihrer Kondition arbeiten. Dann musst du trinken. Ja, trinken musst du auf jeden Fall. Ja. Lars Frey geht an Stefan Blank. Auf Platz 1, Marco Frunia. Ja, genau. Ja, wir sind wahnsinnig. Okay, und Steffen, was sagst du dazu mit diesem wunderbaren Gewinn? Naja, wunderbar kann man so nicht sagen. Es geht natürlich immer besser. Nicht? Zweiter heißt ja immer erster Verlierer, aber ich trotzdem freue ich mich darüber, den zweiten Platz gefahren zu haben. Neue Reifen, letzte Woche erst angefahren und da muss man sich an den Luftdruck noch ein bisschen heranarbeiten. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht viel dazu zu sagen. Ich bin voll zufrieden mit dem Ergebnis. Alles gut. Gratuliere. Ja, danke. Guckt euch das Video zahlreich an. Ich glaube, ihr habt eine Menge Spaß und wenn ihr Lust habt, dann kommt einfach nächste Woche zum Travering nach Bad Oldesloe am Samstag, Doppelveranstaltung am Bergring. Super. Tschüss.